Die digitale Revolution verändert die Welt. Doch was heißt das konkret für uns und unseren Alltag? Wir zeigen, wie man dank Daten in Zukunft anders Auto fährt. Und wie wir dank smarter Brillen plötzlich zu Experten werden. Experiment 1, next, next. Was aber bedeutet die Digitalisierung für unsere Arbeitsplätze? Werden wir ersetzbar? Wir zeigen, in welchen Bereichen Computer auch erfahrene Mediziner heute schon schlagen. Die digitale Revolution verändert Generationen und ganze Branchen. Dank ihr wird derzeit auch die Finanzwelt durchgeschüttelt. Wir sind zu Besuch bei den innovativsten Startups. Wenn man Finanzwirtschaft studiert, ist man heutzutage hier und nicht bei Goldman Sachs. Radikal digital. Wir nehmen Sie mit ins neue Zeitalter. Und darum einsteigen bitte, meine Damen und Herren. Wir machen jetzt eine Spritztour. Mit dem Auto, das zwar ganz gewöhnlich aussieht, aber das Auto ist die Verschmelzung von der physischen mit der digitalen Welt. Was das bedeutet, das erfahren wir jetzt. Grüezi miteinander, willkommen bei Einstein. Dieses Auto gehört zu einem Projekt, das sich Connected Car nennt. Es ist Teil der Forschung am sogenannten Bosch Internet der Dinge Labor der Universität St. Gallen. Es geht ums vernetzte Fahren und die Möglichkeiten, die das mit sich bringt. Neben Tobias Müller sitzt André Dahlinger. Er leitet dieses Projekt. Ein Auto zeichnet bereits heute kontinuierlich Daten auf. Die Forscher lesen diese Daten aus und machen sie für die Fahrer sichtbar. Also Herr Dahlinger, es ist ein ganz normales Auto. Ja. Außer ich habe zusätzlich noch ein Display, wo jetzt gerade ein Baum anfängt zu wachsen. Genau. Der Baum reflektiert den Spritverbrauch und wächst, je weniger Sprit man verbraucht. Man kommt sogar Äpfel über. Was wir untersuchen wollen, ist eben unterschiedliche Feedback-Designs und wie sie wirken. Das heißt, wie gut sie dazu dienen, den Fahrer dazu zu motivieren, nachhaltig zu fahren. Und ein Baum, der wächst, ist natürlich sinnlicher als einfach eine Durchschnittszahl vom Verbrauch, den man hat. Genau. Und gleichzeitig ist der Baum natürlich auch ein Symbol für das eigentliche Ziel, das hinter dem Eco-Driving steht, nämlich nachhaltiger zu fahren. Es geht also nicht nur um Technik, sondern auch um Psychologie. Also darum, relevante Daten anschaulich und emotional zu vermitteln. Neben Umweltschutz steht die Sicherheit im Fokus der Forscher. In Zukunft könnte das Auto den Fahrer nämlich warnen, sobald er sich einer besonders gefährlichen Stelle nähert. Ah, jetzt kommt gerade eine Meldung. Gefahr. Das heißt, ich muss jetzt doch ein bisschen aufpassen. Ja, sie woher kommt die Meldung? Ganz simpel gefragt. Die Daten haben wir von der Astra. In dem Astra-Datenset sieht man in unserem Fall über die letzten 4 Jahre alle registrierten Unfälle mit Zusatzinformationen, wann sie geschehen sind, wie viele Leute, welche Autos, welche Verkehrsteilnehmer involviert waren und was die Ursache war. Und wenn mehrere solcher Unfälle am gleichen Ort passiert sind, wird ein solcher Ort eben zu einem Gefahren-Hotspot im System. Wie etwa an dieser Stelle in St. Gallen. Ah, jetzt kommt die Meldung, ein- und ausparkende Fahrzeuge. Genau. Also das ist jetzt ein Ort, wo es häufig Unfälle gibt, weil Autos hinten rauskommen. Genau. Und die übersieht man. Ich meine, an der Stelle ist es tatsächlich so, oder? Du hast sowieso schon 3 Spuren, dann links einen Parkplatz, du bist irgendwie auf der Suche nach einem Parkplatz. Es sind sicher nicht nur Autos, die rausfahren, sondern auch Autos, die bremsen, weil sie da einparken wollen. Ne? Und klar, der Hintermann irgendwie muss sowieso mit den Spuren, mit den Spuren das irgendwie auf die Reihe kriegen. Und dann ist es kein Wunder. Mit 72 Fahrzeugen macht der TCS in diesem Projekt mit. Auch er will von der Digitalisierung des Verkehrs profitieren. Für uns ist entscheidend, dass unsere Mitarbeiter, unsere Patrouilleure sicher unterwegs sind und auch von bestimmten Gefahrenzonen gewarnt werden können. Auf der anderen Seite auch ein nachhaltiger Beitrag an die Entwicklung von neuen Produkten, von neuer Software, die in Zukunft unsere Welt prägen werden. Denn die Vision Connected Car geht noch viel weiter. Künftig sollen viele vernetzte Fahrzeuge in den Straßen sogar Daten live untereinander austauschen. Das bietet ganz neue Möglichkeiten. So könnte etwa eine Vollbremsung eines Fahrzeugs die Autos in der Nähe warnen. Es wäre sogar möglich, aktuelle Karten von beinahe Unfällen zu erstellen.
Alle sprechen von selbstfahrenden Autos. Doch bis diese wirklich kommen, heißt Digitalisierung im Verkehr vor allem eines: ein noch engeres Verhältnis zwischen Mensch und Maschine. Das Auto ist eines der Projekte hier am Internet der Dinge Labor St. Gallen. Ja, das Internet der Dinge, das steht für alle möglichen Gegenstände, die online gehen und immer vernetzter und intelligenter werden. Das kann eben so ein Auto sein, aber es gibt noch viel mehr. Beispielsweise so eine vermeintlich simple Glühbirne. Das ist noch ein Prototyp, der hat eine WLAN-Verbindung und durch das kann man sie eigentlich von überall her per Smartphone steuern. Und es hat noch einen anderen Clou. Hier innen hat es einen Bewegungsmelder. Also wenn ich nicht daheim bin, dann registriert er, falls jemand in der Wohnung ist, macht sofort Licht und gibt es mir dann natürlich über mein Smartphone bekannt. Also es ist nicht nur Glühbirne, sondern auch eine Alarmanlage. Da wird aus etwas alt bewährtem etwas Neues. Und das ist ganz ein entscheidender Faktor bei der Digitalisierung. Ein Faktor, der aber auch Angst macht. Denken wir nur einmal an unsere Arbeitswelt. Wenn plötzlich smarte Fabriken und intelligente Maschinen uns die Arbeit nicht nur ab, sondern vielleicht auch wegnehmen. Aber was heisst das für die Arbeitswelt der Zukunft? Wie könnte die aussehen? Meine Kollegin Katrin Hönecker hat es erlebt und hat sich ziemlich ferngesteuert gefühlt. Seit über 10 Jahren hatte Katrin keinen Chemieunterricht mehr. Und trotzdem läuft jeder ihrer Handgriffe routiniert ab. Denn sie wird angeleitet. Über ihre Brille. Von einer Software, entwickelt am Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik in St. Augustin bei Bonn. Eingeblendet in ihr Sichtfeld sieht sie Texte, die ihr sagen, was als nächstes zu tun ist. Welche Chemikalie in welcher Menge. Also, beobachten Sie die Reaktion. Perfekt. Next. Genauso stellen sich die Forscher den Arbeitsplatz der Zukunft vor. Nicht nur im Chemielabor, fast alle Berufe sollen künftig davon profitieren. Herr Prinz, ja. Ich habe gerade ein ganzes Chemie-Experiment gemacht, nur mit Anleitung dieser Brille. Ja, das ist die Idee, die dahinter steckt. Unglaublich. Ja. Wir sind ja jetzt hier nur in einer Laborumgebung als ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie reparieren eine Maschine. Und während Sie die Maschine reparieren, haben Sie noch einen Experten, mit dem Sie reden können. Sie bekommen Anleitungen aus dem Wissensmanagementsystem, wie die Maschine am besten zu reparieren ist. Oder Sie rufen einen Experten an und starten eine Videokonferenz mit dem Experten. Auch das ist möglich. Das heißt also, während der Arbeit kann Ihnen das Gerät Hilfestellung geben, aber auch zur Ausbildung. Auch das Bauwesen soll mit Hilfe der Digitalisierung revolutioniert werden. Was das heißt, zeigen die Fraunhofer Forscher in ihrem Baulabor. Katrin muss sich dafür wieder eine Brille aufsetzen, mit der sie in die virtuelle Welt eintauchen kann. Direkt auf dem Bauplan erscheinen Objekte, die das Geplante in 3D anzeigen. Damit haben Sie dann die Möglichkeit, wirklich beides zu vergleichen und sich vorzustellen, wie das Gebäude später aussehen wird. Jetzt fliegen Sie in das Gebäude rein und jetzt können Sie sich eigentlich auch umschauen. Ja, ich bin ja hier schon in der Cafeteria. Genau, und wenn Sie sich jetzt aufrichten, ganz normal, dann können Sie sich umschauen, nach rechts und links gucken und dann sehen Sie eigentlich hier die Innenausstattung. Ich sehe Sie in der Cafeteria. Genau, so sieht das später aus. Das digitale Modell hält viele Informationen bereit, die per Tablet jederzeit zur Verfügung stehen sollen. Programmiererin Denise Beecher zeigt Katrin, wie alle, vom Bauleiter über die Abbruchfirma bis zu Elektrikern, buchstäblich in Wände und Decke hineinschauen werden. Das Tolle ist, wenn ich da hier schaue, hinter die Abdeckungen sehe ich quasi hinter die Wand, woher die Rohre verlaufen und wo sie durchverlaufen. Natürlich super praktisch für jeden, der dann da rein schafft und die Bau Plan muss ausführen. Für die nächsten Generationen wird es selbstverständlich sein, mit Hilfe von Virtual Reality zu arbeiten. Ihnen könnte sogar etwas fehlen ohne digitales Werkzeug. Doch nicht allein der Mensch wird optimiert. Auch die Maschinen selbst entwickeln sich immer weiter. Hier am Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund entwickeln Ingenieure Lösungen, um die Mitarbeiter von Logistikzentren zu entlasten. Denn die Kundschaft fordert schon heute Lieferung am besten gleich oder innerhalb weniger Stunden. Okay, Glass. Scan. Immer direkter werden die Wege, die die Produkte heute nehmen. Immer schneller zum Kunden, millionenfach und am liebsten gleichzeitig. Roboter klettern frei und autonom in den Regalen herum, ohne sich gegenseitig zu behindern.
Heutige Systeme verursachen genau hier noch zeitraubende Staus. Schwärme von intelligenten Fahrzeugen. Jedes Einzelne weiß, woher es kommt und wohin es fahren muss. Sie orientieren sich digital selbst und verteilen die Waren auf dem effizientesten Weg zur Lieferstation oder zum Lkw. Sie sind so programmiert, dass sich die Menschen völlig frei zwischen den rollenden Fahrzeugen bewegen und jederzeit eingreifen können. Die Lageristen werden die Abläufe noch überwachen und sie allenfalls anpassen. Die Forscher lassen sich gar Geräte einfallen, die auf den ersten Blick ziemlich schräg daherkommen. Wie dieser Prototyp. In Zukunft könnten energiesparend rollende und nur bei Bedarf fliegende Drohnen innerhalb von Logistikzentren tatsächlich zum Einsatz kommen und dringend benötigte Waren abholen und ausliefern. Aber wo bleibt eigentlich der Mensch in dieser Logistikwelt 4.0? Und was heißt das für die Arbeitsplätze? Wir sind recht optimistisch, dass es im Endeffekt sogar mehr Jobs geben wird. Aber es werden andere Jobs sein. Wir werden ein ganz anderes Verhältnis zwischen Mensch und Maschine haben, eine ganz andere Form der Interaktion. Man könnte es ganz vereinfacht sagen, es wird für uns ganz normal werden, mit Dingen zu reden, mit einem Regal zu reden, mit einem fahrerlosen Transportfahrzeug zu reden. Die Arbeiter der Zukunft, ständig im Austausch mit Mobiliar und Technologie? Die Digitalisierung der Arbeit lässt sich nicht mehr aufhalten. Wir werden neue Berufe erfinden müssen. Und das werden wohl Jobs sein, die für Computer weniger berechenbar sind. Next. Vierobig. Neue Welt, neue Jobs. Man rechnet damit, dass zwei Drittel der Kinder, die heute in die Schule kommen, später mal einen Job arbeiten, der jetzt noch gar nicht existiert. Ja, und laut einer Studie vom Weltwirtschaftsforum WEF werden allein in den nächsten 4 Jahren rund 2 Millionen neue Jobs geschaffen durch Digitalisierung. Der Haken daran, 7 Millionen Jobs gehen durch das verloren. Macht immer noch einen Satz minus von 5 Millionen. Und da sind es natürlich in erster Linie mal einfache, repetitive Jobs in der Industrie und der Administration, die verschwinden. Aber es sind eben nicht nur die einfachen Jobs. Computer und Algorithmen dringen mehr und mehr auch in hochspezialisierte Fachgebiete ein, wo es bis jetzt ohne Mensch unmöglich gegangen wäre. Das geübte Auge des Spezialisten. Wir sind in der Radiologie des Unispitals Basel. Der Radiologe muss Tomografiebilder analysieren und eine Diagnose stellen. Das ist ein zeitraubender 10-Stunden-Job, der einen Menschen an seine Grenzen bringt. Das ist eine sehr monotone Arbeit auch. Und die wird abwechslungsreich, natürlich durch den einzelnen Patienten und sein konkretes Problem. Aber das Aufmerksamkeitsdefizit, insbesondere am Abend, ist sicher ein Problem. Für einen einfachen Fall braucht der Spezialist etwa 10 Minuten. Kompliziertere Diagnosen dauern dann vielleicht eine halbe Stunde. Insgesamt schauen sich die Radiologen allein hier in Basel 10.000 Fälle pro Monat an. Und es werden immer mehr. Da eine Hilfe zu haben, automatischer Art, dass uns das Gerät oder irgendeine Software zum Beispiel Pathologien vorher rausfiltert, uns aufmerksam macht auf bestimmte Dinge, die nicht normal sind beim bestimmten Patienten, das wäre eine sehr große Hilfe. Computerpower soll also Abhilfe schaffen. Bram Stieltjes ist in der Basler Radiologie zuständig für Innovationsprojekte. Zusammen mit einem Zürcher Big Data Startup überlegt er, wie schlaue Computeralgorithmen die Arbeit der Radiologen beschleunigen und vereinfachen können. Die Vision ist eigentlich, dass Sachen, die der Mensch nicht trainiert hat, trotzdem in den Bildern zu erkennen. Und eben viel mehr als das, was wir trainiert haben, an den Daten zu erkennen und dann zu nutzen, um die Diagnose für die Patienten zu verbessern. Tatsächlich erkennen Algorithmen heute sehr gezielt und vor allem viel schneller als der Mensch, wo die Anomalien in einem Scan liegen. Wie in diesem Beispiel. Hier wird der Tumor sekundenschnell und präzise vom Computer lokalisiert. Heute müssen die Scans zuerst einmal gelesen werden. Das kostet Zeit und Aufwand. Ziel ist es, genau wie bei einem Blutbild, gleich mehrere Werte aufs Mal zu bekommen. Zudem haben Computer die Möglichkeit, viele verschiedene Fälle in Sekundenbruchteilen zu vergleichen und Ähnlichkeiten zu finden.
auch über Jahre hinweg. Was man in dem Bild sieht, ist nach der Auswertung, dass es eben gesundes Gewebe und krankes Gewebe erkennt. Also in rosa hat man dann eher gesundes Gewebe erkannt und in grün eher Tumorgewebe. Und ich sehe jetzt direkt in den Bildern, wie viel ist gesund, wie viel ist krank. Also ich kann das jetzt auf Anhieb eigentlich in den Bildern erkennen. Die Frage drängt sich auf, braucht es den Radiologen künftig noch? Wenn man sich dafür interessiert und dafür einsetzt und mit in diese Entwicklung zieht, dann wird es auch später einen Radiologen durchaus brauchen. Und ich denke, man wird einen Radiologe auch immer noch brauchen für die Übertragung dieser Information zu den anderen Disziplinen, die von der Technik selbst eigentlich kein Verständnis mehr haben. Er ist der Kopf hinter dieser technischen Lösung. Kevin Madder. Der Big Data Spezialist kennt sich mit Bildanalysen und lernenden Algorithmen aus. Und er ist beeindruckt, wie die Basler Radiologen sich auf diese Herausforderung eingelassen haben. Das Wichtigste für uns war am Anfang, dass sie ganz offen waren. Also die haben gesehen, dass die Medizin in 20 Jahren ganz anders aussehen wird, als es heute aussieht. Und statt ihren Platz als Arzt verteidigen zu wollen, haben sie gewollt, ein Teil von diesem Umbruch zu sein. Also wie kann man sich jetzt ausbilden, damit man nicht mit einem Rechner ersetzt werden kann? Also was für neue Skills muss man aufbauen und lernen, damit man in diesen Bereich einsteigen kann? Und dieser Schritt ist nur logisch. Denn schon heute liegen alle wichtigen Informationen in den Radiologiebildern selbst. Nur muss sich ein Mensch diese Infos erst mühsam zusammensetzen. Solche Arbeiten kann ein Computer sehr viel schneller erledigen. Und der Facharzt hätte wieder mehr Zeit, sich dem ganzen Krankheitsbild zu widmen. Fakt ist, die Digitalisierung macht auch vor hochspezialisierten Jobs nicht Halt. Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte? Es sieht ein bisschen nach minimalistischer Kunst aus, ist es aber nicht. Nein, das ist vielleicht das Krankheitsbild der Zukunft. Depressionsfrüherkennung, und zwar mit Hilfe von Maus und Mausmatten. Tobias Kovac, Sie sind der Künstler dieser Bilder. Wie um Himmels Willen soll das funktionieren? Also erstmal sehen wir hier die Ergebnisse einer ersten Laborstudie, wo wir uns die Frage gestellt haben, ist es möglich, anhand von Mausbewegungen Stress am Arbeitsplatz zu identifizieren? Und man sieht eigentlich hier schon visuell sehr schöne Unterschiede. Wir hatten hier Teilnehmer einmal extrem gestresst. Wir mussten Matheaufgaben unter Zeitdruck lösen und dann eine Mausaufgabe bearbeiten, hier ein Quadrat nachfahren. Und einmal durften sie eine Entspannungsübung machen auf der Seite und haben dann ebenfalls die gleiche Aufgabe bekommen. Wie man hier visuell schon sehr gut sieht, gibt es direkte Unterschiede und erste Indizien für uns, dass wir anhand von bestimmten Mustern bei der Mausinteraktion herausfinden können, wie stark oder ob jemand überhaupt gestresst ist. Die Mausbewegungen von Gestressten und Entspannten unterscheiden sich deutlich. Getestet wurden Büroangestellte. Die Daten sollen Auskunft geben über den Stresslevel des jeweiligen Mitarbeiters. Ist das nicht ein bisschen Kaffeesatz lesen? Wir versuchen natürlich mit unseren wissenschaftlichen Instrumenten und Methoden sehr valide Studien durchzuführen, damit es eben nicht in Richtung Kaffeesatzlesen geht. Wir messen auch beispielsweise Herzfrequenz, Hautleitwerte und andere neurophysiologische Daten, die uns anzeigen, ob und wie stark jemand gestresst ist. Ich weiß aber nicht, ob ich will, dass mein Chef immer weiß, wenn ich einmal einen gestressten Tag habe und wenn nicht. Genau. Deswegen gibt es da, glaube ich, einen ganz wichtigen Ansatz, den man hier erklären muss. Solange wir hier wissenschaftliche Studien und klinische Studien durchführen, lernen wir diese Muster. Wenn wir aber wissen, was denn so die relevanten Muster sind bei der Mausinteraktion, die Stress indizieren, dann bekommt diese Daten jeder Mitarbeiter in erster Linie nur für sich selber. Und kann damit dann eigenverantwortlich umgehen. Danke vielmals, Tobias Kovac. Gerne, ja. Was man dieser Idee lassen muss, es ist ein kreativer und innovativer Ansatz. Und genau das braucht es in dieser neuen digitalisierten Welt. Nur, wie kommt man auf so ausgefallene, vielleicht auch mal radikale Ideen? Wie wäre es mit Hilfe von 350 Hacker? Und einem, der die Digitalisierung mit Hochdruck vorantreibt, Jonathan Isenring. Er gehört zu den Erfindern des wichtigsten Hackathons Europas, dem Hack Zurich. Bei einem Hackathon kommen junge Technikfreaks zusammen, um zu programmieren und Neues zu schaffen. Und das innerhalb kürzester Zeit.
Das Ziel ist eigentlich, dass sie innerhalb von 40 Stunden, das heisst Freitagabend bis am Sonntag, einen funktionierenden Prototyp entwickelt. Prototypen, die zur Basis neuer digitaler Produkte werden könnten. Ausgewählte Unternehmen stellen drum ihre Daten und Ressourcen für solche Veranstaltungen zur Verfügung. Sie lassen sich davon überraschen, was die jungen Entwickler damit anfangen. Denn die große Stärke solcher kleinen Teams: Sie stellen frei von allen Zwängen völlig neue Geräte- und Softwarelösungen auf die Beine. Nicht jeder schafft es an den Hack Zurich. Die Teilnehmer müssen sich bewerben. Aber wer zu den Auserwählten gehört, der wird in dieser Zeit gehegt und gepflegt. An nichts soll es fehlen. Der Event ist bereits weltweit bekannt in der Szene. Dafür wird gehackt bis zur völligen Erschöpfung. Nach 40 Stunden prämiert eine Jury die Gewinner. Und nicht selten entsteht aus einem solchen Projekt auch gleich ein Start-up-Unternehmen. Einerseits profitieren sicher Teilnehmer, die die Gelegenheit haben, sich untereinander zu vernetzen, die sich dort zum Teil erst kennenlernen, wo dort eine gute Atmosphäre haben, um Prototypen zu entwickeln. Und dann haben wir die verschiedenen Firmen, die quasi profitieren, indem sie neue Inputs für ihre Innovationsprobleme bekommen. Ziel ist es, die guten Ideen auch in der Praxis umzusetzen. Deshalb ist Isenring vor allem auch in der Start-up-Szene gut vernetzt. Es werden immer mehr Produkte entwickelt von Start-ups, die für gewisse Unternehmen gefährlich sein können, aber auch eine Chance. Und ich glaube, wenn man mit diesen Start-ups versucht, zusammenzuarbeiten, kann man das auch als entsprechende Chance nutzen. Und dort quasi auch von deren Innovationsgeist und von deren technologischen Affinität von diesen Start-ups profitieren. Er ist ständig auf der Suche nach neuen Ideen. Hilmar Scheel, der Innovationsentwickler des Konzerns Valora. Auch den Hack Zurich unterstützt das Unternehmen. Es gilt als digital sehr aktiv. Es gibt sehr viele Start-ups, sehr viele junge, talentierte Entwickler, die eigene Ideen haben und entwickeln. Und genau diese Entwickler mit den vielen Ideen, die treffen wir am Hack Zurich. Valora ist ein Riese im Schweizer Retail-Geschäft. Seine Marken sind an Bahnhöfen allgegenwärtig. Kioske, Brezelbuden, Kaffeeketten. Doch trotz mehr als 900.000 Kunden pro Tag kämpft der Konzern mit Umsatzrückgängen. Vor allem das Tabak-, Presse- und Buchgeschäft ist rückläufig. Deshalb setzt Valora zunehmend auf digitale Produkte, um vor allem junge Kunden zu gewinnen. Die aktuellste Innovation: Kleinkredite, die man direkt am Kiosk beziehen kann. OK Cash ist ein Online-Kleinkredit, den Sie beantragen können. Damit richten wir uns an unsere Kunden und passen uns an den digitalen Lebensstil unserer Kunden an. Das heißt, Sie können online den Kredit beantragen und sich dann im Kiosk hier auf Ihre bestehende OK Prepaid-Karte aufladen. Kredit beantragen, Code bekommen, Karte aufladen. Bis zu einem Maximum von 3.000 Franken. Ein komplett digitales Finanzprodukt. Und das am Kiosk. Bei Valora ist man überzeugt, damit im Trend der Kunden zu liegen. Valora, der Betreiber von Kiosken, ist also kurzerhand ins Banking eingestiegen, hat sein Geschäftsfeld erweitert. In einen Zukunftsmarkt, der eben vor allem digital gut funktioniert. Das Valora Lab ist die hauseigene Innovationsschmiede. Hier werden verschiedene Geschäftsmodelle angedacht und getestet und im Zweifel auch wieder verworfen. Das ist wichtig, denn je nach Branche drängt bereits die Zeit. Eine Herausforderung besteht darin, einerseits gewisses Know-how zu haben, um diese neuen Technologien und Produkte zu entwickeln. Darüber hinaus muss natürlich auch kontinuierlich aufgrund der Schnelligkeit der Märkte mit dem Kunden interagiert werden, um eben auch Produkte schnell an den Markt zu bringen. Nicht, dass sich der Markt schon weiterentwickelt hat, bevor das Produkt überhaupt auf den Markt kommt. Wie das bei Valora funktioniert, zeigt diese jüngste App der Kaffeekette Spettacolo. Damit ist es erstmals möglich, seinen Kaffee vorzubestellen, von unterwegs und auf eine bestimmte Zeit, etwa kurz vor Abfahrt des nächsten Zuges. Das Anstehen an der Kaffeebar entfällt, man greift sich nur noch seinen Becher. Bezahlt wird vor Ort oder schon mit der App. Der Stellenwert der Digitalisierung wird für die Wirtschaft immer größer. Doch wie gut sind Schweizer Unternehmen für diese Veränderungen gerüstet?
Dies untersucht Eva-Maria Spreitzer an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Im Fokus ihrer Studie die Digitalisierung bei Schweizer KMUs. Eva-Maria Spreitzer, Sie arbeiten an der Studie Digital Switzerland. Sind denn die Unternehmen in der Schweiz eher noch digitale Dinosaurier oder doch schon digitale Master? Ja, also die gute Nachricht ist, dass fast 30% der Schweizer Unternehmen die digitale Transformation sehr gut meistern sozusagen. Aber leider fast 60% der Schweizer Unternehmen noch Dinosaurier sind auf dem Gebiet. 60% digitale Dinosaurier und das im Innovationsland Schweiz. Warum? Ja, wir haben nachgefragt, was ist eure Herausforderung? Warum tut ihr euch schwer bei der digitalen Transformation? Und vor allen Dingen die meistgenannten Angaben sind eine fehlende Veränderungskultur und regulatorische und gesetzliche Unsicherheiten. Was bräuchte es denn, dass die Schweizer Unternehmen besser gerüstet sind für die Digitalisierung? Ja, was eng mit einer Veränderungskultur zusammenhängt, ist natürlich eine Fehlerkultur. Und wenn man bei der Digitalisierung ist, dann kann man auch nach Silicon Valley schauen. Und dort ist eine Fehlerkultur wird ganz anders verstanden. Und zwar in dem Sinne, dass man auch Fehler machen darf, um nachher weiterzukommen und schnell agil zu agieren. Und da sicherlich sind die Schweizer Unternehmen noch nicht so stark wie zum Beispiel amerikanische Unternehmen. Dankeschön, Eva-Maria Spreitzer. Ja, und ein Schweizer Traditionsgeschäft, das wird im Moment durch Digitalisierung zünftig durchgeschüttelt und es erlebt, was es heisst, wenn durch Digitalisierung eine ganz neue Währung den Markt völlig verändert. Die Rede ist von Banking. Kaum ein anderer Geschäftszweig wird so eng mit der Schweizer Wirtschaft verknüpft. Doch viele Innovationen im Finanzsektor werden heute von technikaffinen Kleinfirmen vorangetrieben. Immer mehr findet rein digital statt. Bis hin zu schlauen Algorithmen, die bereits Anlagestrategien vorschlagen. Finanzexperte Andreas Dietrich weiß, solche Fintech-Angebote, eine Kombination aus Finanz und Technik, werden immer wichtiger. Aber wo steht die Schweiz in diesem Rennen um den digitalen Kunden? Ich würde mal sagen, wir sind so im oberen Drittel vielleicht von der Welt, von der Finanzplätze. Also wir sind nicht irgendwie abgeschlagen oder nie nicht. Aber gleichzeitig müssen wir erwarten von einem Finanzplatz Schweiz, dass wir da wieder Top 5 dabei sind oder vielleicht sagen wir mal, noch Top 10 und nicht irgendwie sagen wir mal, auf dem 35. Rang. Also insofern glaube ich, dass wir da noch Luft nach oben haben und auch viel dran setzen müssen, dass wir in dem Fintech-Bereich und dem Innovationsbereich ganz vorne mitspielen. Die Speerspitze dieser Industrie? Berlin. Hier entstehen immer mehr solcher schnellen und agilen Fintech-Unternehmen. Start-ups, die mit frechen Ideen in die Geschäftsbereiche klassischer Bankhäuser vorstoßen. Ein wichtiger Player ist hier die Firma Finleap. Sie ist eine Art Triebwerk für Fintech-Start-ups. Ihr Zweck ist es, Firmen zu gründen. Eine neue Gilde von Finanzdienstleistern, die vieles anders und schneller machen als die großen Banken. Ramin Nirumand ist Mitbegründer von Finleap. Gerade in der Finanzbranche können Startups gut mitmischen, weil derzeit alle nach Innovationen suchen. Die Finanzwirtschaft hat eine sehr spezielle Chance, weil sie ist die einzige Branche für uns, die 100% digitalisierbar ist. Das ist eine Informationsbranche. Sie ist dazu eine Meta-Branche, das heißt, sie ist in anderen Branchen drin. Und wenn Sie sich vorstellen, dass wir irgendwann vielleicht Kredite für E-Commerce-Marktplätze übernehmen, wenn wir Zahlungsverkehr für E-Commerce-Marktplätze übernehmen, dann wird auf einmal dieses Thema Finanzbranche aktiv in Branchen, die man heute gar nicht da reinrechnet. Finleap ist ein wahrer Brutofen für Finanz-Startups. Die Firma berät die Gründer mit Expertenwissen aus allen Bereichen, stößt Startups mit Kapital zwischen 1,5 und 5 Millionen Euro an. Und das mit einer Geschwindigkeit, die so manchem traditionellen Bankhaus Angst machen kann. Ende 2014 gegründet, hat Finleap sein erstes Startup in Deutschland und Österreich auf den Markt gebracht. Für Festgeldanlagen, rein digital. 2 Monate später gründen sie eine Plattform für App-Entwickler und Investoren. Gefolgt von einem Online-Pfandhaus für Luxuswaren und einer Firma für Marketing in der Finanzbranche. Nur 2 Monate später, fast zeitgleich, ein Unternehmen für Versicherungsberatung und ein Vergleichsdienst für Versicherungen. Und im August eine Firma, die schnellen Kontowechsel möglich machen soll. So geht das weiter. Erst letzten Monat kam ein Start-up, welches das Inkassowesen mit Big Data kombinieren will. Doch zurück zur ersten Gründung. Savedo. Knapp 14 Monate am Markt hat die Firma bereits 40 Mitarbeiter. Gründer ist der Jungunternehmer Christian Thiessen. Es ist bereits seine dritte Firma.
Das Magazin Forbes hat ihn unter die 30 weltweit einflussreichsten Finanzunternehmer unter 30 gewählt. Das Geschäftsmodell ist simpel. Savedo sucht für die Festgelder ihrer Kunden die besten Zinsen in Europa. Die Kundenbeziehung läuft möglichst digital ab. Das fängt schon bei der Anmeldung an. Man wird hier online mit einem Kundenberater verbunden. Sogar seinen Ausweis hält man nur in die Kamera und schon ist das Konto eröffnet. Bankgeschäfte, alles nur rein digital? Digital muss ja nicht immer gleichbedeutend sein mit schlechterem Kundenservice. Ganz im Gegenteil. Wir bei Savedo achten extrem darauf, dass jeder Kunde eine individuelle Beratung über den Kundenservice erhält, wenn er sie dann wünscht. Und gleichzeitig gehen wir auch viel transparenter mit Informationen um. Wir versuchen alles sehr, sehr klar und deutlich zu erläutern, was unser Produkt betrifft und was der Kunde auch wissen muss, um am Ende die Festgeldanlage zu tätigen. Der Erfolg scheint ihm recht zu geben. Nach knapp einem Jahr verwaltet seine Firma nach eigenen Angaben bereits Kundengelder im dreistelligen Millionenbereich. Die Branche ist so spannend, dass bereits ein Rennen um die kreativsten Köpfe begonnen hat. Wir können glücklicherweise sagen, dass wir mehr als 1000 Bewerbungen pro Monat bekommen und können da wirklich von den Besten wählen. Ich selber verbringe fast 30% meiner Zeit für Recruiting, weil die Idee ist nicht so entscheidend wie die Leute, die sie antreiben. Der Run wird immer größer. Mark Banneker ist ein Kenner der Fintech-Szene und berät auch die Berliner mit. Dass diese Veränderung in Berlin viel stärker passiert als in der Schweiz, erstaunt ihn nicht. Ich würde sagen, dass in der Schweiz häufig etwas weniger ambitioniert gedacht wird. Man macht es solid, aber vielleicht nicht mit dem Hintergedanken, ich will jetzt die ganze Welt verändern. Und das ist sicher etwas, was in Berlin anders ist und im Silicon Valley noch extremer. Dort hat man natürlich viel mehr visionäre Unternehmungen, die wirklich mit einer Ambition die ganze Welt auf den Kopf stellen, startet. Das ganze Thema der Digitalisierung in der Finanzindustrie, das ist für mich definitiv kein Hype, sondern das ist eine sehr nachhaltige Entwicklung, die das Banking bis zu einem gewissen Maße revolutionieren wird. Mit Konsequenzen auch für den Finanzplatz Schweiz. Je nachdem, wie stark auch hierzulande in den digitalen Wandel investiert wird. Digitalisierung bringt grosse Veränderungen. Veränderungen, die im Moment noch fest in Männerhand sind. Weil der Technologiesektor ist männerdominiert. Warum es in Zukunft aber auch Frauen braucht und was dafür gemacht wird, das erfahren Sie auf srf.ch/einstein. Und dass die Digitalisierung mitunter am besten funktioniert, wenn man sie kaum bemerkt, zeigt dieses Projekt der St. Galler Forscher an einer Schule. Hier misst ein Bild von Albert Einstein über eingebaute Sensoren das Raumklima im Klassenzimmer. Wird etwa der CO2-Gehalt zu hoch, färbt sich der Herr Einstein grün. Für die Schüler das Zeichen, wieder mal zu lüften. Simpel, aber effektiv. Felix Wortmann, Sie sind der Leiter von dem Kunstprojekt, wo Digitalisierung tatsächlich Kunst erobert, auch etwas Sinnliches hat. Aber jetzt mal ehrlich, ist es mehr als nur ein Gag? Ja, das ist mehr als ein Gag. Wir setzen das in der Schule ein, erfolgreich, um Schüler zu unterstützen, hier ihren Raumklima besser zu managen. Aber es zeigt auch sehr deutlich, wo der Trend hinführt. Nämlich, dass wir nicht auf der einen Seite die physische Welt haben und auf der anderen Seite die digitale Welt, sondern dass einfach verschmilzt und das Ganze zusammenkommt. Ich muss sagen, ich bin am Schluss von dieser Sendung ein bisschen hin und her gerissen, ob es mir jetzt soll schlecht werden wie am Einstein, weil irgendwann ein Moderationsroboter mich ersetzt. Mhm. Oder ob ich soll Freude haben, ab der Chance, die Digitalisierung bietet. Was meinen denn Sie? Ja, Technologie ist erstmal was Neutrales. Ja? Also wenn Sie an Ihr Küchenmesser denken, an Ihr scharfes, dann können Sie das dafür verwenden, um ein schönes Schnitzel zu essen und es zu genießen, das Leben zu genießen. Es bereichert Sie. Auf der anderen Seite können Sie Ihren Gast damit natürlich auch drangsalieren, erstechen. Die Entscheidung liegt ein Stück weit bei Ihnen und natürlich bei Technologie, auch bei der Gesellschaft. Welche Rahmenbedingungen schaffen wir? Nutzen wir das Ganze positiv? Zum Beispiel für die Medizin oder negativ, um Leute zu ersetzen, um Leute zu beobachten oder vielleicht sogar um zu töten im Bereich Militär. Wir müssen das Beste aus der Technologie machen. Dankeschön, Felix Wortmann. Ja, und nächste Woche gehen wir zusammen posten. Einstein nimmt den Supermarkt ganz genau unter die Lupe und zeigt mit Hilfe der Wissenschaft, wie wir tagtäglich verführt werden und mit welchen Strategien wir uns im Konsumdschungel überhaupt zurechtfinden. Zudem beweist unser großes Experiment, wie viel schon ein einziger Einkauf über uns verrät. Und
Einstein geht dem Mythos der Unzerstörbarkeit von Einkaufswägeli auf den Grund. Gut, wir lassen los. Es nimmt uns selber Wunder, was passiert, wenn wir das Einkaufswägeli mit 120 in eine Wand fahren. Uns auch. Die Antwort nächste Woche bei Einstein. Auf dem Sender erwartet Sie heute Abend noch Eschbacher, zuerst jetzt aber Kollegen von CVC mit aktuellem und Hintergründen. Ich, der echte Müller, kein Moderationsroboter, wünsche Ihnen jetzt recht einen schönen Abend und einen guten Rest der Woche. Ade miteinander.